Freddy HD Mini Wi-Fi. Dies ist eine tragbare, winzige Kamera. Optisch sieht sie nicht wie ein Gerät aus, das für die Überwachung entwickelt wurde. Doch genau das ist ihr Zweck. Das FreeDay HD Mini Wi-Fi wird nicht über die Steckdose mit Strom versorgt und kann daher buchstäblich an einem beliebigen Ort aufgestellt werden. Das Bild der Kamera wird auf einem Smartphone oder einem anderen ähnlichen Gerät angezeigt. Die Bilder werden über WLAN übertragen. Es ist bemerkenswert, dass die mitgelieferte mobile App das Bild von mehreren Kameras gleichzeitig anzeigt. So wird eine vollständige Überwachung erreicht. Der Hersteller empfiehlt, die Kamera als Bewegungsmelder oder Babyphone zu verwenden. Trotz seiner geringen Größe erfasst die Kamera ein hochauflösendes Bild von 1920x1080 Pixel. Das Video wird auf einer Speicherkarte aufgezeichnet. Diese muss 128 GB Speicherplatz haben. Das Gerät kann um $53 gekauft werden. Focals. Die Idee einer intelligenten Brille ist eigentlich nicht neu. Unternehmen wie Google und Intel haben bereits versucht, diese Technologie in das Leben der Menschen einzuführen, jedoch bisher erfolglos. Experten des North Startups sind sich aber sicher, diese Idee ist nur gescheitert, weil alle zuvor angebotenen Brillen hässlich oder unpraktisch waren. Deshalb wurde bei der Entwicklung dieser Focals-Brille besonderes Augenmerk auf das Design gelegt. Optisch sieht Focals wie eine normale Brille aus. Daher ist es unwahrscheinlich, dass ein externer Beobachter eine smarte Füllung im Inneren der Brille erkennt. Wenn man genauer hinsieht, kann man einen Projektor auf der Innenseite des Rahmens sehen. Er zeigt das Bild auf dem Glas, das von dort direkt auf die Iris des Auges reflektiert wird. Mit im Set wird ein Ringmanipulator, der Loop heißt, geliefert. Mit dem Mini-Joystick auf seiner Oberfläche kann man durch die Menübereiche blättern. Focals kann die Zeit- und Wettervorhersage anzeigen. Durch eine Bluetooth-Brille werden auch Nachrichten vom Telefon angezeigt. Eine bemerkenswerte Funktion ist die Unterstützung von Amazon Alexa. Dank des eingebauten Mikros kann die Brille sprachgesteuert werden. Für Leute, die gerne überwachen, ist die Aufzeichnungsfunktion empfehlenswert. Sie kann für die anderen unbemerkt eingeschaltet werden, dafür muss man nur den Joystick auf dem Ring in die richtige Richtung bewegen. In Zukunft werden die Experten der Brille beibringen, wie man Uber bestellen, die Zug- und Buspläne anzeigen und sogar Bewertungen von Restaurants und Cafés in der Nähe anzeigen kann. Der Akku hält 18 Stunden im aktiven Modus. Die Brille wird mittels des Etuis aufgeladen. Die Kosten dafür betragen etwa 1000 US-Dollar. Die Spice Light. In den letzten Jahren verbreiten sich Gerüchte, dass eine integrierte Kamera jeden Benutzer eines Computers, Laptops oder Tablets ausspionieren kann, immer mehr. Natürlich kann die Kamera immer abgedeckt werden. Die Menschen kleben ihre Kamera zum Beispiel mit Klebeband oder einem Sticker zu. Ehrlich gesagt sieht das nicht sehr schön aus. Das holländische Startup Spyfy hat daher beschlossen, einen Ausweg anzubieten. Die Spice Light ist ein unauffälliger, kleiner Schieber, der das Aussehen des Gerätes nicht beeinträchtigt. Mit seinen Schutzfunktionen leistet er jedoch hervorragende Arbeit. Der Schieber ist nur 0,6 mm dick und 8 mm hoch. Die Größe wurde speziell so klein gewählt. Der Laptop schließt mit Spice Light problemlos, das Tablet liegt auch mit dem Schieber flach auf dem Tisch. Die Montage des Schiebers dauert nur 5 Sekunden. Er wird einfach auf die Oberfläche geklebt und kostet 11 US-Dollar. Spyfinder. Versteckte Kameras sind heutzutage buchstäblich überall zu finden. Menschen auf der ganzen Welt finden sie in ihren Garderoben, Umkleideräumen, Hotelzimmern und öffentlichen Badezimmern. Diese Kameras überwachen und zeichnen jede Bewegung auf. Gleichzeitig ist es sehr schwierig, die versteckten Kameras zu finden, da ihre Standorte sorgfältig und mit Bedacht ausgewählt wurden. Mit dem Spyfinder Pro kommt nun eine Erfindung, welche euch ermöglicht, jegliche Art von Kamera ausfindig zu machen.
Der Clou bei Spyfinder, er hilft dir, versteckte Kameras zu entdecken, denn er verfügt über 6 speziell hellrote LED-Stroboskopleuchten, welche so konzipiert sind, dass die Lichtwellen von den kleinsten Kameralinsen abprallen und somit jedes Objektiv als heller Punkt auszumachen ist. Die Intensität des Lichtes ist einstellbar, sodass unabhängig von der Größe des Raumes alle Kameras gefunden werden. Der Arbeitsbereich beträgt 13 Meter. Es ist bemerkenswert, dass Spyfinder sogar ausgeschaltete Kameras erkennt. Ihre Linse reflektiert immer noch das Licht, das durch das Gerät sichtbar ist. Die Kosten für das Gadget betragen 200 US-Dollar. Lookout Charger. Zweifellos verletzen Kameras, die sich an öffentlichen Orten befinden, das Recht auf unsere Privatsphäre. Versteckte Kameras können jedoch auch die Sicherheit erheblich verbessern. Das Problem ist, dass die Montage eines Gerätes, das unsichtbar sein soll, nicht so einfach ist. Diese Probleme können jedoch leicht vermieden werden. Das Lookout-Ladegerät für 99 US-Dollar oder 140 Dollar, je nach Speicherplatz, hat nicht zufällig diesen Namen erhalten. Das Gerät sieht aus wie ein USB-Ladegerät, aber das ist nur Tarnung. Die Kamera im Lookout-Charger ist wirklich nicht zu erkennen. Das Gerät wirkt wie ein handelsübliches Netzteil für Smartphones. Es ist bemerkenswert, dass das Gerät beim Aufladen des Telefons oder Tablets mit der Aufnahme fortfahren kann. Lookout Charger nimmt das Bild in Full-HD-Auflösung auf. Ein eingebautes Mikrofon ermöglicht es auch, gleichzeitig Geräusche aufzunehmen. Die Entwickler haben sich aufs Wesentliche konzentriert. Der Lookout Charger wird einfach in die Steckdose gestöpselt und startet dann eine Videoaufnahme, die auf dem internen 16 oder 32 GB Speicher abgelegt werden. Es ist Platz für mindestens 3 bis 4 Stunden Filmmaterial vorhanden. HashMe. Öffentliche Plätze sind nicht für vertrauliche und generell nicht für Telefongespräche geeignet. Leider können wir uns nicht immer einen Ort aussuchen, an dem wir telefonieren müssen. HashMe ist ein kabelloses Headset, das speziell für Personen entwickelt wurde, die viel und oft telefonieren. Das Headset hilft dem Nutzer, seine Gespräche vor fremden Ohren zu schützen und sich durch andere Menschen nicht ablenken zu lassen. Das Gerät wird auf dem Gesicht einer Person montiert. Während eines Gesprächs liegen die beiden Teile aufgrund der eingebauten Magnete eng aneinander. Wenn HashMe geschlossen ist, verhindert es, dass sich der Klang ausbreitet. Die Sprache wird nur von der Person am anderen Ende des Telefons gehört. Die Entwickler haben das Gerät mit 2 Sprachmaskierungsmodi ausgestattet, passiv und aktiv. Im ersten Modus werden die Geräusche still blockiert und die Menschen herum können überhaupt nichts hören. Im zweiten Modus geben die eingebauten Lautsprecher einen Ton wieder. Dies kann der Klang von Wind, Wellen, Regen oder Vogelgesang sein oder auch Eichhörnchen, Affen und sogar Darth Vader. Sie übertönen die Rede des Sprechers zusätzlich. Das Innere des Gerätes ist weich, um keine Beschwerden zu verursachen. Wenn man gerade nicht telefoniert, wird es empfohlen, HashMe als drahtlosen Kopfhörer zu verwenden. Das Gerät wird von Experten aus der Ukraine entwickelt und kostet 129 US-Dollar.